Früher fand alles Private hinter der geschlossenen Tür statt, in der Familie, mit den Freunden, und draußen war das Fremde. Und wenn wir heute über die Straße gehen, dann haben wir schon 5 Gespräche auf dem Handy gehört. Wir wissen schon, was der Nachbar unter Umständen irgendwo im Laden bestellt. Wir hören im Zug ganz private Gespräche. Das heißt, dieses Thema der Privatheit hat sich extrem nach außen in die Öffentlichkeit fortgesetzt. Wir haben am Anfang so eine Art Postkarte aus der Vergangenheit in der Ausstellung. Das heißt, es gibt Amateurfilme, die die Kommunion, die Hochzeit festhalten, das Baby wird in die Luft geworfen. Dann bewegen wir uns langsam vorwärts in künstlerische Positionen, die diese Amateuraufnahmen verwenden für ihre Arbeiten. Mit der 68er-Bewegung hat sich das Thema der Privatheit komplett revolutioniert. Das Private ist politisch, ist der Kampfruf der 68er oder einer ihrer wichtigsten Parolen. Und das sehen wir in der bildenden Kunst. Das heißt, Andy Warhol, berühmtester schwuler Künstler vielleicht unserer Tage, zeigt einen Film, in dem 5 Stunden lang nichts anderes zu sehen ist als sein schlafender Liebhaber. Wir haben einen anderen Film von Michel Audert, der tagebuchartig das Leben der Bohemen in New York zeigt. Wir haben das Thema der dysfunktionalen Familie, wie Richard Billingham, der seine Familie im Sozialbau in Birmingham porträtiert, den alkoholkranken Vater, die desolaten Zustände in der Wohnung. Wir haben Fotos von Mark Morrisrow, wie er sich selbst fotografiert, seinen Liebhaber oder auch selbst in seiner Krankheit oder mit Freunden. Wir kennen den ganzen Freundeskreis von Nan Goldin, die ja in ihren Fotografien eigentlich die Ästhetik der Intimität, salopp gesagt, vielleicht sogar erfunden hat. That teacher hung herself in the bleachers. She took that noose and hung her ass off the bleachers. Bleachers and teachers, bleachers and teachers. In der Post-Privacy haben wir sozusagen einen ganz anderen Absender des Privaten. Das heißt, Post-Privacy ist auf eine Art meets a stranger. Ich denke, der Umgang mit Privatheit wird permanent neu verhandelt. Er ist extrem abhängig davon, in welcher Gesellschaft wir leben. Es ist sicher ein Unterschied, ob wir in einer westlichen demokratischen Gesellschaft leben oder in China, was die Position von Ai Weiwei zeigt, der ja vielleicht der berühmteste Blogger der Welt ist. Hier in der Ausstellung ist er mit einer Arbeit vertreten, die über 5000 Blogfotos und Twitterfotos auf Bildschirmen vereint. Da ist das natürlich ein Transportmittel für Botschaften, ein Kommunikationsmittel, das nicht zu unterschätzen ist. Heute haben wir Mittel zur Verfügung wie die Handykamera. Man kann überall
jedes Foto machen, man kann sogar einen kleinen Film drehen, dann hat man die Mittel zur Verfügung, das in ein, zwei Schritten ins Netz zu stellen und voilà, hier ist es. Léo Gabin, ein belgisches Künstlerkollektiv, hat Filme zusammengeschnitten aus YouTube-Schnipseln von Menschen, die sich prügeln, von Betrunkenen, von Mädchen, die im Wohnzimmer tanzen. Hier treffen wir einfach auf das Vollbild der Post-Privacy, das heißt totale Transparenz der Privatheit und totale Öffentlichkeit, totale Verfügbarkeit der Privatheit.